Hallo ihr Lieben, mein Name ist Nicola Steiner und wie bei einer Kinofilmrezension oder einer Theaterkritik schaue ich mir Pferdesendungen an. Dieses Mal die Pferdeprofis und zwar mit der ersten Version der neuen Pferdeprofis, wo nur Männer dabei sind. Und was genau ich zu beanstanden habe, erzähle ich euch nach dem Intro. Ja, erstmal habe ich diesen Shitstorm zu beanstanden. Natürlich sehe ich auch bei dieser Sendung einige Fehler in der B-Note, wo ich mir das auch besser vorstelle. Aber es ist ja immer noch so, dass wir es mit Pferdetrainern zu tun haben, die auch ein Problem lösen. Und die auch teilweise Probleme lösen, die andere vielleicht nicht lösen. Und von daher finde ich diesen Shitstorm, der jetzt losgeht, schon ein wenig bedenklich. Weil das muss doch mal das oberste Kriterium sein. Funktioniert das Training oder funktioniert das Training nicht? Und jegliches Training, was gar nicht funktioniert, muss doch schon mal rausfallen. Und wer Kinder hat, der weiß auch, dass es bei der Kindererziehung auch nicht nur mit ich gebe dir eine Schokolade funktioniert oder ich gebe dir einen Euro, sondern dass man manchmal eben Dinge auch durchsetzen muss. Und dass gewisse Verhaltensweisen auch Konsequenzen haben. Und die Konsequenzen sind beim Kind vielleicht Fernsehverbot, Süßigkeitenverbot. Oder du darfst nicht zur Freundin. Oder man kommt ins Kinderzimmer mit einem großen Sack und packt die ganzen Spielsachen ein. Das ist im menschlichen Bereich ja Gott sei Dank immer noch anerkannt. Im Pferdebereich ist es, die haben keine Handys, die man denen wegnehmen kann. Die gucken auch kein Fernsehen. Mit einem Sack zu kommen und Spielsachen einzuräumen, kannst du auch vergessen. Und das Pferd nicht zu seinen Freunden nachher zu lassen nach dem Training, versteht es erstens nicht und das wäre zweitens wirklich grausam. Also bleiben uns ja nur körperliche Einwirkungen, um dem Pferd etwas zu vermitteln. Und da finde ich halt, diese Fehler in der B-Note schon beanstandet werden dürfen. Und das war es beim Uwe Weinzierl, halt beim Reiten, wo eine Übung war, da sage ich gleich noch was dazu, wo die Pferde angehalten wurden. Und anstatt so weich runterzugehen und sich den Zügel so zu holen, ich versuche das zu zeigen, also weich runter, Zügel holen, hat er sehr gerupft. Das hat mir tatsächlich nicht gefallen. Und bei dem Niklas Ludwig gab es eine Szene oder mehrfach, wo er am Seil gezogen hat, wo ich es ja eigentlich lieber habe, dass man hält. Aber das war es auch schon eigentlich im Großen und Ganzen an der Kritik. Man könnte jetzt noch sagen, ja, aber die waren doch grob. Ne? Also in diesen zwei Situationen hätte ich gedacht, okay, kann man anders machen, aber es sind Fehler in der B-Note. Aber bei anderen Situationen, zum Beispiel, wie der Steigbügel immer wieder ans Pferd geklopft wird, das sieht nicht hübsch aus. Und das ist fürs Pferd auch erstmal unangenehm, kann man den Pferden auch ansehen. Aber doch ist doch besser so, als wenn es beim Reiten aus Versehen passiert und die Leute rennen gegen die Stallwand mit dem Pferd. Oder was auch immer passiert. Das ist doch ein Sicherheitsfaktor, wo ich einfach denke, lieb oder grob kann nicht das oberste Gebot sein. Das oberste Gebot muss sein, klappt es oder klappt es nicht. Und dann kann man, so wie ich das gerade auch versucht habe, sagen, okay, ins Rennen kommen nur die Trainer, wo es klappt. Und wo es nicht klappt, die sind schon mal alle raus. Egal wie lieb und nett die sind. Lieb ist die kleine Tochter, nee, lieb ist die kleine Schwester von Scheiße. Oder was nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Na, hat man früher immer so gesagt. Und jetzt ist das das einzige Kriterium, was für die Community zählt. Ist es lieb oder ist es nicht lieb? Das denke ich mal, ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die durch die Medien sehr forciert wird. Und was auch politische Dimensionen hat, da tue ich euch ein Video oben in die Infobox rein, um das mal zu klären. Weil es muss sinnvoll sein und es muss angemessen sein. Ne? Und dann sollte der Druck oder die Strafe, wenn man das denn Strafe nennt eigentlich, weil die Korrektur so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig sein. Ne? Es muss halt schon auch klappen. Und in dem konkreten Fall hat man doch eigentlich schon am Ende ein ganz passables Ergebnis bei beiden Pferden bekommen, die auch entspannt aussahen, die nicht so aussahen, als wären sie hinter der Kamera total drangsaliert worden. Das haben wir nämlich bei den Folgen von dem Bernd Hacke gerne gehabt, der immer viel von sanft und nett erzählt. Aber man sieht, die Pferde sind ein Häufchen Elend und das war keines der beiden Pferde. Die sahen am Ende wirklich entspannt aus. Ne? Und von daher finde ich, bei beiden Trainern war es ein guter Job. Dass beim Uwe Weinzierl
es auch manchmal nicht so hundertprozentig ist. Das gestehe ich ein. Da habe ich auch mal ein Wunschvideo zu gemacht, wo er das eben, wo ich auch nicht mit ihm zufrieden war. Ich habe auch noch ein anderes Video gemacht, das tue ich irgendwann später irgendwo in die Infobox. Da konnte ich das eher nachvollziehen, was er macht. Aber ich beurteile hier einfach nur das, was ich in der konkreten Sendung sehen kann. Und ich finde, da hat er es ganz gut aufgebaut in dieser konkreten Sendung. Zum einen hat er das Pferd mit anderen Pferden zusammentrainiert, was einfach eine ganz viel Stress rausnimmt und ganz selten auch nur gezeigt wird. Dann hat er eine Übung, die nicht ganz Pirelli-like ist. Also ich kenne den Uwe Weinzierl persönlich und er hat mir mal gesagt, es ist Pirelli und ich erkenne auch immer wieder Pirelli. Und als ich in Florida bei Pirelli war, da war die Übung eigentlich, man galoppiert von Zaun zu Zaun oder trabt von Zaun zu Zaun. Und der Zaun gibt dem Pferd schon das Signal, dass es anhalten soll. Nochmal ein kleiner Fehler in der B-Note. Aber er hat es halt kurz vorm Zaun gemacht. Geht auch. Ne? Hauptsache, die Leute lernen, ihre Pferde über diesen indirekten Zügel zu kontrollieren. Ne? Dass da, wenn man dann sagt, welche Botschaft hat die Sendung, da ist die Botschaft auch schon mal da. Wenn ich Kontrolle über das Pferd brauche, mache ich das mit einem Zügel am Anfang. Und fang nicht gleich mit dem beidhändig Reiten an. Also das war eine Botschaft, die hat mir zum Beispiel gefallen. Und dann haben sich jetzt ganz viele darüber aufgeregt, dass er diese Kuh da reingenommen hat und dass das auch Regenschirm mal bei der Sendung davor gegeben hat. Was ist denn da jetzt bitte das Problem? Also es mag sein, dass es Fernseh ist. Es mag aber auch sein, dass man das Pferd mit allen möglichen Dingen konfrontiert, die vielleicht irgendwie spooky sind. Das ist doch sinnvoll. Selbst wenn es ein bisschen lustig ist und selbst wenn sich da jemand als Kuh verkleidet. Aber es geht doch darum, dem Pferd Strategien zu vermitteln. Wie gehe ich damit um, wenn ich Angst habe? Und das muss doch nicht immer die konkrete Kuh sein. Wo ich ein bisschen Bauchschmerzen beim Uwe Weinzierl hatte, das war halt, als er mit den ganzen Pferden in einen Kuhstall reingeritten ist, wo man natürlich denkt, boah, kann das schiefgehen, wenn ein Pferd jetzt einen Satz macht? Da wir aber nicht alles sehen, und könnte es ja theoretisch auch sein, dass die auch schon mal zu zweit im Kuhstall waren und dass die vielleicht auch geführt erstmal im Kuhstall waren und die Pferde die Situation kennen, dann wäre es nämlich gut. Wenn es wirklich das allererste Mal war, dass sie den Kuhstall betreten, dann wäre es nicht gut halt, ne? Aber ich habe da immer noch kein gestresstes Pferd gesehen und darauf achte ich halt. Wie ist die Körpersprache der Pferde? Das ist das Entscheidende und ich achte nicht darauf, ist das jetzt grob oder ist das nicht grob. Sondern ist es angemessen und das sehe ich am Gesichtsausdruck der Pferde, wo ja immer gesagt wird, am Video kann man das nicht beurteilen. Und noch besser fand ich, war es bei dem Niklas Ludwig. Natürlich, klar, dieses, warum muss man jetzt ziehen, vielleicht geht es auf was netter, kann man argumentieren, aber auf der anderen Seite versucht er das Pferd ja dazu zu bringen, dass es nicht mehr so panisch reagiert. Und ich finde, das hat er ganz gut aufgebaut, auch mit diesem Seitenwechsel, dass er auf einer Seite aufgestiegen ist, auf der anderen Seite wieder abgestiegen ist und dann auf derselben Seite wieder rauf und dann da wieder runter. Das war eine gute Vorbereitung. Das mit den Steigbügeln war eine gute Vorbereitung. Alles, was man machen kann ohne Reiter am Boden, sollte man auch am Boden machen. Auch das Satteln hat mir gefallen. Das sah halt auch professionell aus. Unaufgeregt halt, finde ich den immer. Und das ist halt jemand, wo man sieht, der hat tagtäglich mit Pferden zu tun und der weiß, was er tut. Auch wenn ich hier und da in der B-Note tatsächlich selber vielleicht etwas anders machen würde. Bei den alten Pferdeprofis, da habe ich immer gedacht, das ist Augenwischerei. Die Leute werden nach Strich und Faden belogen. Und das ist das, was ich absolut anerkenne. Es wird halt realistisches Pferdetraining so gezeigt, wie ich das auch beim anderen Reining-Trainer mal gesehen habe und wo ich auch gesehen habe, am Ende kommen entspannte Pferde dabei raus. Also entspannte Pferde, denen geht es gut. Halt, das ist, finde ich mal, ganz, ganz entscheidend. Und in dem konkreten Fall fand ich es auch legitim, dass er das Pferd mitgenommen hat. Weil das sind Probleme, wo ich denke, man könnte natürlich ganz viel Bodenarbeit mit dieser Frau machen. Wenn man jetzt Natural Horsemanship unterrichten würde, dann würde die eine Beziehung zum Pferd bekommen. Also das geht schon. So mache ich das ja eigentlich auch. Und über die Beziehung würde sich das Problem in Luft auflösen. Ne? Das wäre natürlich mein absoluter Traum von so einer Sendung, dass da die 7 Spiele gezeigt werden und welches Spiel ist gebrochen. Klar wäre das mein Traum. Aber ich habe ja schon mehrfach gesagt, also gerade der Ludwig und auch die Kenzie Deasley,
Das sind halt Alternativen, wo ich denke, ich mache es anders, aber es gibt auch Wege, die funktionieren. Und das haben wir halt wunderbar gesehen. Und am Ende ist die Besitzerin selber neben dem Trecker her. Er hat nun mal gesagt, neben dem Trecker, nicht vor dem Trecker her, hat sie auch dann gut gecoacht. Und es hat, sah für mich auch nach einem realistischen Ergebnis aus, was man auch, glaube ich, nicht so ohne weiteres türken kann. Was mir aber am allermeisten gefallen hat dieses Mal, das war, dass deutlich wurde, das Problem liegt nicht so sehr beim Pferd. Das hat ja Uwe Weinzierl schön gezeigt, weil da diese Lena hieß, die, glaube ich, aufs Pferd gegangen ist und schon hat es geklappt. Und bei der Besitzerin hat es nicht so gut geklappt, weil die Pferde sind immer der Spiegel dessen, was wir denken und was wir fühlen. Und ne, die Botschaft von den Pferdeprofis vorher, die war halt immer, gib mir mal das Pferd, ich mache dir da ein Reitpferd draus. Und das hat mich immer total aufgeregt. Und bei dem anderen Pferd, bei dem Sascha Ludwig, nee, der Sascha ist der Bruder, bei dem Niklas Ludwig, da konnte man das auch irgendwo erahnen. Es wird natürlich keiner bloßgestellt, das ist ja auch in Ordnung. Aber man hat eben auch gesehen, dass die reiterlich halt nicht so fit ist und dass er sie auch korrigiert. Und das nicht so dramatisch, dieses, oh, das ist ein so schwieriges Pferd und man sieht auch nicht mehr gut diese Szene mit dem Pferd knallt gegen die Wand. Das ist so eine dramatische Szene, die man sieht, aber wir haben da doch schon viel, viel schlimmere Szenen gesehen und es wird nicht mehr so vorgegaukelt, alles ist in Ordnung. Und ich finde es trotzdem auch legitim zu kritisieren. Was ich manchmal sehr lustig finde, ist, wenn Sandra Schneider und jetzt auch Bernd Hackl die Sendungen kritisieren und quasi in einem Atemzug sagen, als wir kritisiert worden sind, da war es Hass und Hetze, aber wenn ich kritisiere, dann ist es sachlich, könnte ich mich drüber beömmeln. Und dann wird im Nebensatz noch behauptet, der Weinziel wäre tierschutzrelevant aufgrund eines Artikels in der Cavallo. Wobei ich dann auch denke, kann man nicht bei der Sendung auch bleiben, ne? Weil da hat man nämlich so das Gefühl, das ist so ein Seitenhieb. Aber trotz alledem besagt die Meinungsfreiheit, Artikel 5 Grundgesetz und auch die Aufgabe der Presse ist natürlich, Missstände anzuprangern. Und jeder darf sich journalistisch betätigen, selbst wenn er das nicht gelernt hat. Und dann muss man das im Endeffekt hinnehmen. Was ich mir aber jetzt im konkreten Fall wünsche, das wären eben auch Stimmen, die auch mal sagen, es ist nicht immer alles so rosa-roter Puderzucker. Es muss auch mal ein Machtwort gesprochen werden. Es ist auch mal vielleicht für einen Augenblick mal grob, wenn man nachher sieht, wie der Niklas Ludwig immer noch, wie der das Pferd reitet. Da sieht man auch, was für eine gefühlvolle Zügelführung er eigentlich denn doch kann. Halt so, ne? Und dass das auch mal thematisiert wird, und da gehört doch eigentlich viel, viel weniger Mut zu, als es zu kritisieren. Und ich bin immer gern dafür, dass ich so diesen Gegenpart einnehme, weil ich finde, alle Meinungen sollen gesagt werden. Und das ist auch hier bei dem Gedankensex mit einem Patriotenbuch, wo es ja auch viel, viel Wirbel drum gegeben hat, auch viel üble Nachrede. Es wird Gott weiß was behauptet, ich hätte Persönlichkeitsrechte missachtet. Dann wären wir schon längst beim nächsten Prozess, wenn ich das hätte. Und noch ganz andere Sachen halt. Und dieses Buch ist halt ein Buch, wo eben auch meine links-grün woke Weltanschauung gegen eine patriotische Weltanschauung antritt, wo beide Meinungen gesagt werden. Und das, so habe ich das immer wieder gelernt im Studium, das ist wichtig für die Demokratie, dass alle Meinungen gehört werden, selbst wenn man sie gar nicht nachvollziehen kann. Und das ist dann quasi mein Schlusssatz. Kritik soll sein, aber es sollten mehr Leute den Mund aufmachen. Ne? Eben auch mal Leute, die sagen, und das tun die in meinen Kommentaren, was mich sehr freut, seid doch einfach mal realistisch, bleibt doch mal auf dem Teppich. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschö.